Hallo zusammen, Marc hier von Plequetica und ich befinde mich heute in Langenthal mit Megawatt zusammen. Yes, wunderschönen Tag. Euch gibt es jetzt schon 3 Jahre. Für die, die euch noch nicht kennen oder euch noch nicht so gut kennen, wer seid ihr? Also wir sind Megawatt. Uns gibt es seit dem Januar 2020 offiziell. Dort haben wir gestartet bei SRF bei den Leuten in Samnaun. Wir haben unseren ersten Auftritt am Fernsehen und dann hat wunderbar hat nachher eine Pandemie gestartet. Und von Musik her, wir sind Mundart, Rock, handgemachte, mit schönen Melodien, zum Mitsingen, sehr viele Emotionen auch drin, viel Gitarre, darum auch der Marco und der Dario, die unbedingt mit einem Intro dabei sind. Tipptopp. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, eben eure Songtexte vom ersten Album, die Message, die ist wirklich relativ gross, geht über Liebe und das ganze Leben. Woher nehmt ihr den ganzen Input für die Songtexte? Ja, wirklich aus dem Leben. Also, gell, mit gut 25. immer gleich, gell? Mit gut 25 und ein paar Jahre Lebenserfahrung. Ja, da kannst du wirklich aus dem Leben schöpfen, aus Geschichten, aus Stories, aus Erfahrungen, die man gemacht hat. Und die Texte sind wirklich aus dem Leben. Ja. Ja, also es ist nicht erfunden oder irgendwie etwas eine Fantasie oder dass man etwas hat müssen rauchen. Ja, aber mit 25 oder wirklich die 25, die man mal erlebt hat oder immer noch bleibt, genau. Sagen wir es so. Ja, immer bleibt. Mhm. Im Herz. Immer im Herzen. Ja. Und immer noch jung bleibt, oder? Nur die Spielzeug wird teurer. Ja, genau. Ja, das kann man so sagen. Ja, nach zwei Jahren hat er das nächste Album rausgebracht, das Welsfest, also das Debütalbum. Auf dem Albumcover sind 1500 Fotos drauf, was sehr cool ist. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und wer sind die Leute? Ja, also es ist einfach so, dass wir einfach von Anfang an extrem starken Support bekommen haben. Es haben extrem viele Leute uns auch geschrieben und es ist eine riesen Welle gekommen von irgendwie Emotionen, gell? Feedbacks, wo extrem stark sind. Und das ist auch darum gegangen, beim zweiten Album «Felsenfest» haben wir das wirklich als Thema machen, das Zusammen, der Zusammenhalt. Und darum war auch die Idee gewesen, dass eigentlich wir als Band ohne Fans sind nichts. Und also umgekehrt, das ist nur zusammen ist man, oder? Und das war die Grundidee gewesen. Und es haben, glaube ich, auch um die 1500 Einsendungen sind gekommen. Und der Dani von Hitmill hat das dann dürfen einsortieren. Ja. Ja, da werden wir jetzt nicht fragen, wie lange das gegangen ist, bis er das alles sortiert hat. Ja, vor kurzem hat er ja den Kraftort auf dem Triesenberg eröffnet. Wie sind da die Reaktionen von den Fans gekommen? Und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Ja, wir sind einfach grundsätzlich sehr kreativ, gell, haben Ideen und die setzen wir auch um. Und wir können so viel Support über, wie der Marc jetzt auch schon gesagt hat. Also wir können mit einer Idee, dort zum Beispiel am Triesenberg, wo der Kraftort ist, haben wir den Vorsteher, also den Gemeindeamt, haben wir angesprochen. Wir kennen ihn beide persönlich und ja, da sind die Türen einfach immer offen und es ist so schön, die Unterstützung, die wir bekommen, gell? Und wir wollen einfach mit dem Ort etwas schaffen, wo in Hardware, also wir sind sehr aktiv auf Social Media und wir wollen aber auch einen Hardware-Ort schaffen, wo man hergehen kann, wo man sein kann. Wir haben auch ein Felsenbuch in dem Ort, also unten drin, so hochherzig gemacht. Und da kann man uns Nachrichten schreiben und das erste Buch ist schon voll nach einem Monat. Wir haben jetzt das zweite Buch schon drin und das ist einfach auch schön. Ja. Also ist es ein Besuch wert sozusagen? Ja, einfach, es ist wirklich ein schöner Platz und das aus Holz geschnitzte, oder nicht aus geschnitzt, sondern mit der Motorsäge hergestellte vom Brunnenbechtiger, das ist einfach aus dem Cover, die Hände,
Ja, ist einfach ein starkes Symbol. Ja. Ihr habt ja mit dem PC7-Team zusammen ein Video gemacht, Flieg aus Stahl. Es geht ja, ist ja sehr ein tiefgründiges Thema, das ja über einen Jungen geht, der wirklich nicht zu wägen ist. Das Video können wir nach unten innen verlinken. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, mit dem PC7-Team überhaupt ein Video zu drehen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es passt zum Songtitel selber. Und wir haben uns, ja, wir haben einfach wieder ein Brainstorm gehabt, haben uns überlegt, was wir passen für das. Und dann sind wir auf die Idee gekommen. Ist aber auch nicht selbstverständlich, dass wir mit ihnen so etwas machen können. Also da hat ein paar Sachen gebraucht, bis das funktioniert hat. Aber es war ein wahnsinniges Erlebnis mit den Jungs. Also seid ihr am Boden geblieben oder hat jemand von euch noch eine Runde drehen? Ich wäre sehr gerne gegangen, aber sie hatten noch Gäste dabei, wo ein paar Gäste sind glaube ich mitgeflogen und ich musste ja spielen unten, also darum konnte ich nicht mitfliegen. Aber hätte ich können, wäre ich gegangen, definitiv, ja. Ja, jetzt ist ja immer so ein bisschen die Frage davon, die Leute, Mundartrock sozusagen, wie kommt es den Leuten an und so. Bei euch ist es relativ, also es ist eingeschlagen, wortwörtlich. Nebst der Sprache, die ihr habt, was ist euch noch für Schweizer Einflüsse, die ihr in die Musik habt eingeführt? Also nebst der Sprache, aber also Schweizer Musik, also es ist eben etwas, wo wir eine Art schon ein bisschen speziell sind, weil Schweizer Musik, also Mundart, auf diese Art gibt es eigentlich nicht. Also wir haben dort eigentlich nicht uns irgendwie orientiert an einem Schweizer, ja, Band oder eine Gruppe, die es schon gibt, sondern haben dort wirklich etwas Eigenes gemacht, eben mit der recht harten Gitarre, mit dem Drum, der recht tätscht und alles. Und ja, also wir haben uns dort nicht irgendwie uns orientiert an irgendeiner Band, die es schon gibt in der Schweiz. Sondern wir wollten Stadium Rock machen und auf Schweizerdeutsch. Und ja, ich glaube, das ist uns gut gelungen. Ja, das freut mich. Das ist wirklich gut gelungen. Er hat ja letzten Donnerstag als Volk hat er ja noch einen Auftritt gehabt. Und jetzt so ein bisschen als Fanfrage, wer würdet ihr euch sehen, also von der Band, von euch, wer würdet ihr in Einsatz schicken nächstes Jahr? Zum Goyassen? Ja, zum Goyassen. Ich würde Damien schicken. Ich wäre voll für Damien. Erstens ist er jetzt nicht da und kann sich nicht wehren. Und zweitens, jetzt schaut er gerade hier an, aber er lacht noch, von dem her ist es völlig easy. Ja, und er ist schon ein unser Brain, wo ich glaube, der wüsste noch, welche Karten das schon gegangen sind und welche nicht. Und er kann auch Karten aus dem Ärmel zaubern, die gar nicht rum sind. Ja, genau. Das stimmt. Ja, das könnte er auch noch. Das kann aber wirklich. Also wortwörtlich den letzten Trumpf noch rausziehen. Ja. Aus dem Nichts. Genau. Ihr seid ja vor kurzem auf dem Rock'n'Blues-Schiff gewesen. Mhm. Wie war es und was habt ihr für Erfahrungen mitgenommen quasi auf Felsenfest-Tour? Ja, also wir haben es sehr schön. Also ich war das allererste Mal auf so einem Schiff, auf so einem riesigen. Ich habe für ein paar Lacher gesorgt, auch weil ich mich einfach verlaufen habe. Ich habe nur gewusst, wo vorne hin ist und so. Das ist mit der Orientierung, aber ja, und mit den Leuten, die drauf waren, haben uns einen Haufen auch nicht gekannt. Gell? Und ja, wir haben einfach schon gemerkt, dass die Energie, die wir haben, so in der Band auch, dass das halt schon recht powerful ist. Und wir haben eine coole Stimmung hergebracht auf dem Schiff. Und ja, und auch das Miteinander. Für mich war es super, weil ich gerne rede mit den Leuten. Und ja, das konnte ich natürlich super machen auf dem Schiff. Sie konnten nicht wegspringen. Genau. Nein, so schlimm ist es nicht. Gell nicht? Nein. Aber nicht so, dass du nicht hättest können, während wir vor lauter Anfragen nein, oder so? Nein, es war völlig relaxed gewesen. Nein, es war wirklich sehr ein respektvoller Umgang gewesen und nicht irgendwie, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Also nein, überhaupt nicht. Also wir hatten wirklich unseren Frieden gehabt. Wir können auf die Leute zugehen. Klar, wenn wir irgendwo gespielt haben, sind sie natürlich am nächsten Tag im Film und haben gesagt, ja, wow, super gewesen, gehst du. Weißt du, so einfach. Aber wirklich positiv, sehr, sehr positiv. Aber nie nein, lästig. Never. Sehr angenehm gewesen, also. Und es ist auch zu empfehlen. Also, wenn ihr mal so eine Cruise machen wollt, do it. Weil es ist einfach cool.
du hast so ein riesen Angebot an Musik, wo du kannst hören kannst, du darfst es hören, musst aber nicht, weißt, du hast keine Erwartung. Oder auch mit diesen Landgängen, gell? Man kann, aber man muss nicht. Und das ist schon, die Woche ist rum. Also wirklich pfeilschnell. Auch geil, dass du mit all diesen Musikern, die dort oben waren, wir waren die Top-Musiker auf dem Schiff, und die mit denen austauschen, die schauen gehen. Ja, also es war ein mega Erlebnis, das Schiff, wirklich, absolut. Schon etwas? Nein, ich war nicht dabei, kann nicht viel dazu sagen. Ja, lieber, also hast du daheim noch genug zu tun gehabt? Ja, nein. Ja, müssen helfen, abwaschen. Nein, es ist so, ich habe gerade einen neuen Job und eine Weiterbildung, wo ich dran bin, CS, und bin zum Teil in der Schule, und es hat sich gerade recht geschnitten, und darum haben wir einen Ersatzgitarrist gestückt auf dem Schiff gewesen. Ja. Das war es eigentlich vom Interview. Möchtet ihr noch etwas loswerden? Grüße Mutti. Nein, eigentlich ist es super, dass du da bist. Dass wir das dürfen machen. Du hast auch schon mega coole Picks gemacht. Ja, danke. Mühle Hunziker bist du auch gesehen. Letztes Mal am Hubfest hat es nicht geklappt mit dem Interview, weil es so ein riesen Lärm war. Da haben wir es jetzt völlig friedlich, hier im Old Capital, ja. Gell, wo wir jetzt sind. Genau. Und die uns noch nicht kennen, ja, Social Media sind wir, Insta, Facebook. Schauen mal rein, wenn es euch gefällt, freut es uns. Und wir sind sehr aktiv, gehen jetzt auf Felsenfest-Tour, das ist unser zweites Konzert heute hier. Und wir freuen uns auf alle Konzerte, die wir jetzt dürfen spielen in der nächsten Zeit. Ja, da hoffen wir doch, dass ganz viele Leute kommen. Vergesst nicht, Megawatt 1 vorbeizuschauen. Vergesst bei uns nicht, die Liken teilen, abonnieren. Ihr kennt die ganze Sache. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Yeah. Merci vielmals. Danke dir. Merci. Cool, look. So. Jetzt haben wir die Bahn nicht gemacht.